Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein Frage- und Antworten-Video. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was für Fragen ihr mir gestellt habt. Ihr hattet die Aufgabe, mir bei Instagram die Fragen zu stellen und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Unterstrich IsanKV unterstrich fragt, wann hast du Geburtstag, beispielsweise welches Sternzeichen? Ich habe am 10.7. Geburtstag und mein Sternzeichen ist Krebs. Krop, krop. V.A5B fragt, was ist deine Lieblingsfarbe? Boah, eigentlich habe ich keine Lieblingsfarbe, aber wenn, also bei Anziehsachen wäre schwarz, weil ich sehr gerne schwarz trage oder halt so dunkelgrau, immer so dunkle Farben. Und was so Wohnung angeht, weiß, grau. Ja, aber ich habe jetzt keine Lieblingsfarbe. Ich finde rosa zum Beispiel auch schön. Babyblau finde ich auch schön. Es gibt voll viele Farben, die ich eigentlich echt schön finde. Mert-Ayeltes-fragt, hörst du Deutschrap? Mittlerweile. Oh mein Gott, ich weiß noch, das ist schon ganz alt, das Video. Was heißt ganz alt? Aber es ist halt schon ein paar Jährchen her. Da war ich so voll gegen Deutschrap. Aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, es gibt echt ein paar Lieder, die ich ganz geil finde. Und die höre ich auch privat, aber ja, trotzdem, Deutschrap ist jetzt immer noch nicht so mein Ding. Es gibt halt, wie gesagt, ein paar Lieder, die ich wirklich feiere. Aber ja, sonst höre ich, für mich alleine höre ich meistens nur englische Musik, ja. Tischen 2000 fragt, bist du gerade glücklich? Puh, ehrlich gesagt muss ich sagen, das ist ziemlich schwankt bei mir. Also manchmal habe ich so Tage, da bin ich so richtig happy. Und dann gibt es halt wieder so Tage, da will ich mich am liebsten in die Ecke verkriechen. Also, ja, ich glaube, das hat jeder mal. Jeder hat einen schlechten Tag. Aber sonst, ja, so richtig glücklich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall, ja, auf dem Weg dahin. Vermisst du die Zeit in München? Fragt Jana Singer. Auf jeden Fall. München ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Und das war auch wirklich das krasseste halbe Jahr, was ich jemals hatte, weil ich das erste Mal so richtig lange und wirklich weit weg von zu Hause war. Und das tat mir so gut einfach, weil ich weiß nicht, das war irgendwie ganz, ganz anders dort. Ja, aber ich vermisse es wirklich sehr und es fehlt mir. Mira.swb fragt, bringst du irgendwann nochmal ein Lied raus? Und kannst du mich bitte grüßen? Heiße Mira. Mira, ich grüße dich. Und da steht noch bist mein, aber irgendwie kann ich das gerade nicht lesen. Ja, ich grüße dich und hab dich lieb, Mira. Und wegen Lieder, ja, da wird auf jeden Fall was kommen. Lasst euch einfach überraschen. Minata-257 fragt, könntest du dir eine Beziehung mit Mike vorstellen? Lass mich überlegen. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Mike ist wirklich wie ein Bruder. Ich habe mit Mike sehr viel erlebt. Mike hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und Mike ist auch eine Person, die für einen da ist und richtig lieb ist. Und ja, aber sonst, also wirklich nur wie so ein Bruder für mich. Ja, also ihr braucht euch gar keine Sorgen machen. Unterstrich Janina R. fragt, Ziele für 2019. Meine Ziele für 2019 sind auf jeden Fall, dass ich, ja, Sport mache, weil das muss ich auf jeden Fall machen. Ich will mehr motivierter sein, weil das war zuvor immer nicht so. Ach, es gibt so viele Ziele, die ich erreichen möchte dieses Jahr. Yunis.Juliana fragt, in welchem Alter könntest du dir vorstellen, schwanger zu werden? Jetzt definitiv auf gar keinen Fall. Das soll auch nicht so klingen, dass ich Kinder hasse oder so. Ich will selber mal Kinder haben. Und ich finde auch Babys und Kinder und so, finde ich alles ganz süß. Aber ich habe keine Nerven dafür. Nein, no. Also wirklich jetzt. Ich will noch selber Geld verdienen. Ich möchte noch selber viel erleben. Und ja, keine Ahnung, ich muss selber erstmal erwachsen werden. Ich bin meiner Meinung nach viel zu jung noch dafür. Erstens muss man die Zeit dafür haben, sogar sehr, sehr viel Zeit.
Zweitens will ich auch den richtigen Partner dafür haben. Ich würde so sagen, wenn bis dahin wirklich alles da ist und ich mir alles so aufgebaut habe, wenn der Partner da ist, wenn das Geld da ist, wenn ich viele Dinge schon gesehen habe und viel erlebt habe, dann so mit 29, 30. Aber es wäre jetzt auch nicht ein Drama, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 25, ja, 26, dann wäre das jetzt auch nicht schlimm. Dann ist das halt so. Aber unter 25 auf jeden Fall gar nicht. Also nee. Ja, nee, nee. Leflo 2000 fragt, wie lange hat dein Nippelpiercing zum Heilen gebraucht? Ich glaube so 6 Wochen. Also es hat ein bisschen lange gedauert. Aber ich muss sagen, ich hatte keine Schmerzen. Also es war überhaupt nicht schmerzhaft. Ich hatte auch so keine Probleme damit. Das Problem, was daran nur sein könnte, ist, ja, das ist mir auch schon sehr oft passiert, dass man hängen bleibt. Und das tut höllisch weh. Deswegen passt immer gut auf. Das ist echt scheiße. Und wie gesagt, das kann auch manchmal echt schief gehen, glaube ich. Delay oder Delay, keine Ahnung, Punkt, GLP fragt, was sagen deine Eltern zu deinen Bauchtanzvideos? Nichts, also die akzeptieren das so, wie das ist und finden das gut und ja, ich meine, da kann eh keiner was gegen sagen, weil ich bin alt genug und deshalb, ja, also wenn die dagegen wären, dann würde es überhaupt nichts bringen, weil, ja, das kann ich ja immer noch entscheiden. Aber sie finden es gut, ja. DMT-DRSN fragt, wie kann ich selbstbewusster werden? Das ist eine sehr gute, aber auch eine sehr schwere Frage, weil man kann das gar nicht genau sagen. Ich finde, so war das auch bei mir, das kommt irgendwie mit dem Alter. So älter man wird, desto selbstbewusster wird man auch. Und ja, dann scheißt man auch eigentlich auf so Idioten und so. Keine Ahnung, ich finde, das hat auch viel mit dem Alter zu tun. So älter man wird, desto mehr, also so stärker wird man dann auch. Es ist einfach so. Amra-DEE fragt, willst du deinen Freund irgendwann mal zeigen? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Aber erstmal nein, weil, wie gesagt, er ist nicht in der Social-Media-Branche tätig. Er macht was komplett anderes und ja. Deshalb ist das dann auch eher privat. Aber momentan nein. Aber vielleicht irgendwann mal. Vaku76 fragt, was hast du für eine Einstellung zur Wiedergeburt? Boah, das ist so ein schwieriges Thema. Oh Gott. Es kann sein, es kann aber nicht sein. Ich bin da immer so ganz locker und sehe das immer so, ja, das werden wir dann ja später irgendwann mal sehen. Wäre auf jeden Fall krass. Also wäre richtig krass. Also ich sag jetzt auch nicht, dass ich daran nicht glaube, aber ja. Ja, keine Ahnung. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt der Video doch gerne einen dicken, fetten Daumen nach oben. Weil das Licht ist heute richtig schön, ne? Eigentlich wollte ich das so machen wie letztens. So habe ich das immer eigentlich gemacht. Aber so ist zu krass, ne? Ich finde das so eigentlich schöner. Das sieht irgendwie so edel aus, oder? Was meint ihr? So sieht das Licht viel besser aus. Ja, so ist schön. Krass. Also Leute, ich beende das Video und ja, bis dann. Tschüss.